kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Projekt. Wir spielen mal wieder Legend of Azun. Das ist eine der größten Gothic 2 Mods und in der Vergangenheit habe ich die schon mal gespielt und hatte sehr viel Spaß damit. Damals habe ich als Kämpfer mit einer Zweihandwaffe gespielt. Das alte Let's Play könnt ihr euch auch auf dem Kanal anschauen, falls ihr daran Interesse habt. Diesmal würde ich gerne als Magier spielen. Und wir starten mal ein neues Abenteuer. Und ich denke, ich werde auf dem Schwierigkeitsgrad normal auch wieder spielen. Das habe ich in der Vergangenheit auch getan. Wenn ich wieder als Nahkämpfer spielen würde, würde ich vielleicht den Schwierigkeitsgrad zumindest auf schwierig oder herausfordernd hochstellen. Aber da mal als Magier erst gegen Ende des Spiels stark wird und bis dahin so ein bisschen immer sich durchkämpfen muss, wie es in Gothic typisch ist, würde ich einfach auf normal spielen. Ganz entspannt. Ja, den dynamischen Respawn mache ich rein. Das war dann so, dass, glaube ich, alle paar Tage getötete Gegner vereinzelt respawned werden. Und das fand ich eine nette Sache. Falls man da wieder ein paar Laufwege hat, dass das nicht ganz so leer ist in der Welt. Ja, und das wäre es auch eigentlich. Starten wir ein neues Spiel. Die letzten Berichte meiner Agenten sprechen von einem erhöhten Aufkommen an Kriegsschiffen aus Viranon. Entweder haben sie dasselbe Problem oder versuchen aus unserem einen Vorteil zu ziehen. Ich weiß zwar nicht, was sich in den Gewässern des Archipels oder auf Azun abspielt, jedoch halte ich eine militärische Auseinandersetzung nicht mehr für ausgeschlossen. Wie viel Zeit braucht es, um unsere Flotte für diesen Fall zu mobilisieren? An eurer Stelle würde ich nicht zu früh aufs Ganze gehen. Nun, womöglich präsentiert sich uns gerade eine weitere Option. Eure königliche Hoheit, ihr habt mich rufen lassen? Wohl wahr. Ich gehe davon aus, dass die Probleme mit Azun bereits auf deine Ohren gestoßen sind. Ihr vermisst Güterlieferungen und Nachrichten von der Insel und unser verehrter Admiral hier einige Schiffe aus den Gewässern. Mehr als nur das. Seit einem Monat haben wir keinen Kontakt mehr zu unserer wichtigsten Kolonie des Archipels. Ich will, dass du mit einem Schiff als mein Gesandter persönlich die Überfahrt antrittst und offiziell die Beraterfunktion für den Fürsten Albrecht wahrnimmst. Er soll nicht vergessen, wem er verpflichtet ist. Ich stimme zu. Dass Lalvanien die Herrschaft über diese Insel entgleitet, können wir uns nicht leisten. Es wäre mir eine Ehre, zur Sicherung des Reiches beitragen zu können. Dir werden alle notwendigen Vollmachten gewährt, die es dir gestatten, sämtliche Ressourcen zu requirieren, um deinen Auftrag auszuführen. Admiral Kronstedt wird dir ein angemessenes Schiff für die Überfahrt zur Verfügung stellen. Nähere Details besprichst du mit Geimar. Ich danke euch. Sofern ihr keine Einwände habt, werde ich mich entfernen. Habe ich nicht. Geimar war der Kopf unseres Geheimdienstes. Ich weiß nicht mal, ob das sein wirklicher Name war, aber er hat mich auf das Wichtigste bei dieser Mission vorbereitet. Zumindest dachte ich das damals. Selbst die Besatzung des Schiffes wurde von ihm ausgewählt und überwacht. Die Doncella war eine stolze Fregatte, über die mir Admiral Kronstedt das Kommando übertrug und mich nach Azun bringen sollte. Rückblickend fragte ich mich, ob ich mir zu viel versprach, mir selbst eine Bedeutung zuteilte, derer ich nicht erhaben war, oder es nur ein Fingerzeig des Schicksals war. Nach nicht einmal einer Woche zog ein Sturm am Horizont herauf. Ein dunkles Omen. Ein Zeichen der Zerstörung, dem man nicht entkommt. Wir zumindest entkamen nicht, und die Doncella war den Launen der Natur hilflos ausgeliefert. Die Gelehrten und Magier predigen, die Götter seien verbannt. Und dennoch, in unseren dunkelsten Stunden erflehen wir alles von jedem. Das Schiff wurde schwer beschädigt. Mehrere Männer versanken in den Fluten. Kurz vor der Küste Azuns wurden wir schließlich versenkt. Einer von ihnen muss die Gunst der Stunde genutzt haben, um sich all meine Habe anzueignen, die einen Diplomaten von Rang ausweisen. Aber es war noch nicht das Ende. Es war noch nicht mein Ende. Mein Körper gehorchte mir schon längst nicht mehr. Und wenn doch, so hätte es vermutlich nichts geändert. So erfuhr ich erst im Nachhinein, dass Banditen mich und ein paar Matrosen aufgelesen und mitgenommen haben. Mich haben sie nicht getötet, aber an die Arena der Stadt Azun verkauft. Dort im Kerker wartete ich schließlich auf mein unabwendbares Schicksal.
Ich wurde nie im Kämpfen unterwiesen. Es war bis zu jenem denkwürdigen Tag auch nie erforderlich. Nun gaben sie mir ein Schwert, mit dem ich mein Leben verteidigen sollte. Ein altes Schwert mit einer schartigen Klinge. Sie hätten mich töten können. Aus irgendeinem Grund haben sie es nicht getan. Ich weiß bis heute nicht wirklich warum. Stattdessen haben sie mich aus der Stadt und in die Gosse geworfen. Das Zeitgefühl hatte ich inzwischen verloren. Aber vor ein paar Tagen war ich noch lalvanischer Abgesandter des Königs. Und dann hatte ich schließlich nichts mehr, bis auf ein paar Stofffetzen am Leib. Schon wieder einer aus der Arena. Servito und seine Schläger machen aber wirklich keine Ausnahme. Jeden Schwächling oder dahergelaufenen Niemand schleppen sie in die Arena mit und prügeln so lange auf ihn ein, bis er so aussieht, wie du es jetzt tust. Ich bin kein Schwächling und kein Niemand. Etwas ist hier ganz schief gelaufen, aber keiner hört mir zu. Wer bist du denn? Ich bin höchstpersönlich vom lalvanischen König abgesandt worden, um hier in den Dienst des Fürsten zu treten. Und wieso hat dich dann der König in Unterhosen zu uns geschickt? Sehr lustig. Meinst du, es macht mir Spaß, hier in Unterhosen rumzulaufen? Ich habe den Schiffbruch überlebt und bin dann in einem Kerker unter der Arena zu Bewusstsein gekommen. Du kannst dir sicher vorstellen, wie angepisst ich deswegen war. Mit mir kann man sowas nicht machen. Was danach passiert ist, kannst du dir denken. Jetzt für den Augenblick bist du ein Schwächling und ein Niemand. Also vergiss deinen König und vergiss deinen Posten. Du fängst hier von vorne an und musst dir deinen Respekt und dein Ansehen erarbeiten. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ja, warum erfahre ich das erst jetzt? Ich dachte, ich bin hier ein Ausgesandter des Königs. Naja, unser Held hat schon einiges erlebt, wie man sieht. Das Intro war ja sehr informativ. Und wir kommen gerade frisch aus der Arena, wurden hier in die Gosse geworfen und müssen uns jetzt hier zurechtfinden. Wie gelange ich zum Fürsten? Ich muss ihn schleunigst über den Vorfall berichten. Er wird mich verstehen. Genau das habe ich auch. So wie du aussiehst, kommst du nicht mal in die Stadt rein. Die Wachen sehen es nicht gerne, wenn sich halbnackte Leute oben blicken lassen. Du verstehst? Du musst schon nach was aussehen, um reingelassen zu werden. Also besorg dir erstmal anständige Klamotten. Das sollte jetzt deine größte Sorge sein. Das ist doch nichts Neues. Wer bist du eigentlich? Ich bin Cortez, Rekrut der Stadtwache von Assun und bin für die Ordnung im unteren Viertel der Stadt Assun verantwortlich. So, Cortez. Dann erzähl mal. Dann sag mir, was ich über diesen Ort wissen muss. Die Stadt besteht aus 3 Stadtvierteln. Im Moment stehst du hier im unteren Viertel der Stadt Assun. Außerdem gibt es noch das mittlere und das obere Viertel, die eigentliche Stadt. Im mittleren Viertel wohnen die einfachen Händler, Bürger und Handwerker. Was ist mit dem oberen Viertel? Im oberen Viertel sind die Burg des Statthalters und gleichzeitig der Sitz der königlichen Garde. Außerdem wohnen dort die reichen Bürger von Assun. Wieso redest du von der eigentlichen Stadt? Gehört das etwa nicht dazu? Dieses Viertel ist erst später entstanden. Mit der Hoffnung auf Arbeit und Reichtum sind viele Leute nach Assun gekommen. Und hier wohnen diejenigen, die sich nicht zurechtgefunden haben. Aber auch Leute, die nicht in der Mine schuften wollten. Wie du siehst, ist es hier direkt an der Stadt entstanden und gehört jetzt quasi zur Stadt. Du kannst es das arme oder untere Viertel nennen. Es ist ja eh egal, wie du es nennst. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Woher bekomme ich neue Kleidung? Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Geh aber in die Armenküche und lass dich erstmal in die Liste eintragen. Sag, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht wird man dir dort helfen können. Gut, das machen Mich wir. Brauchst du das nicht zu fragen. Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Wie meinst du das? Ich muss mit dem Schiff gekentert sein und bin dann irgendwie in dieser Arena gelandet. Ich hatte nur beiläufig mitbekommen, dass ich überhaupt auf Assun bin. Weißt du, ich habe keine Ahnung, ob du wirklich vom Festland aus hierher geschickt wurdest oder ob du in der Arena ein paar Schläge zu viel auf den Schädel bekommen hast. Aber ohne den Ring und der dazugehörigen Order, die solchen Amtsträgern als Ausweis mitgegeben wird, wirst du wohl eher noch mehr Schläge auf den Kopf bekommen als Aufmerksamkeit. Hier geht es in letzter Zeit ziemlich hart zu und auch die anderen Rekruten werden nicht begeistert sein, wenn sich jemand so aufführt. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Irgendwo im Norden. Das ist natürlich wahr, also ich kann Cortez da auch verstehen, dass er sagt, hey, ich glaub dir nicht, warum sollte man das tun? Kannst du mir was beibringen? Klar,
Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Kapitel 1. Kein guter Anfang. Dieses barbarische Kolonialpack hat mich, einen Abgesandten des Königs von Lalvanien, durch den Dreck gezogen und wie eine niedere, versalzene Fleischwanze wieder ausgespuckt. Ich werde diese Missstände dem Fürsten und treuen Vasallen des Königs berichten müssen. Doch ohne eine ordentliche Kleidung lassen mich die Wachen noch nicht einmal in die Stadt durch. Die Botschaft des Königs habe ich leider auch nicht mehr. Der Rekrut Cortes meinte, dass ich die Leute hier in dieser erbärmlichen Siedlung nach Kleidung fragen soll. Verdammt, ich hoffe, ich komme bald zum Fürsten. Ja, das kannst du dir erstmal abschmecken, Kumpel. Nur zur Info, Speichern dauert bei Legend of Azun immer ein bisschen länger. Weil die Welt einfach so groß ist. Naja, wir werden uns erstmal hier in Ruhe umschauen, mit allen Leuten quatschen und tragen wir uns erstmal hier in der Abendküche ein. Der war doch sturzbetrunken. Bist du etwa der Gothic-Held? Nein, bist du nicht. Wer bist du? Wer weiß schon, ich bin Helene und betreibe mit meinem Gabriel die Armenküche. Aber sonst kann man bei mir auch Essen kaufen. Weißt du, wie ich an eine anständige Kleidung komme, um in die Stadt zu gelangen? Wenn du ins mittlere Viertel gehen könntest, würde ich dich zum Schneider schicken. Genau, eine andere Idee? Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Vielleicht solltest du mit Rufus reden. Das letzte Mal, als Rufus hier war, faselte er etwas davon, dass er Geld braucht und ein paar Sachen verkaufen möchte. Deine Statur hat er ja. Kann also sein, dass er auch was für dich hat. Wo finde ich Rufus? Rufus findest du in einer der Hütten hinter diesem Haus. Okay. Was gibt es hier so im Viertel? Ich kann das eigentlich nicht viel. Außer des Bordells und unserer Armenküche wirst du keine wirklich nennenswerten Orte mehr finden. Und wie sieht es mit nennenswerten Persönlichkeiten aus? Hier unten wirst du wohl kaum wichtige Leute treffen. Die meisten hier sind bettelarm und eigentlich froh, wenn sie nicht hungern müssen oder von Krankheiten dahingerafft werden. Außer den Rekruten wirst du also niemanden mit Ansehen hier finden. Obwohl, ab und zu verirrt sich der seltsame Michels aus dem oberen Viertel hier hin. Was gibt es hier so im Viertel? Eigentlich nicht viel. Sorry. Ich dachte, da stand gerade nochmal was anderes. Erzähl mir mehr über die Rekruten. Was soll man da großartig erzählen? Sie stehen eben im Dienst der Stadt und sollen für die Sicherheit sorgen. Zumindest wird das behauptet. Hier im Armenviertel merkt man wenig davon. Wieso? Was stimmt denn nicht? Ach, die meisten von denen sind doch nicht mal freiwillig hier. Wahrscheinlich eher strafversetzt oder sowas. Nehmen ihre Arbeit eigentlich nicht ernst. Wenn hier mal wieder was geklaut oder einer zusammengeschlagen wurde, interessiert das hier kaum einen. Aber ich will nicht zu laut reden. Immerhin unterhält die Stadt das Armenhaus. Lass uns mal abwarten, was draus wird. Wer bezahlt das Essen? Wir bekommen eine Liste, auf der steht, wer von den armen Zauseln hier Essen bekommt. Und pro Person zahlt uns die Stadt einen Betrag. Und davon könnt ihr gut leben? Nein. Aber wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern um den Menschen zu helfen. Das Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Kann ich etwas zu essen bekommen? Du siehst mir ja ziemlich abgemagert aus. Ich kenne die Leute, die herkommen. Du stehst nicht auf der Liste. Du wärst mir aufgefallen. Ich komme von Cortes. Ich soll mich hier in die Liste eintragen lassen. Warum? Nun, fahre ich das erst hier. Hier hast du etwas. Solange mir aber Cortes nicht die neue Liste gibt, bleibt's bei dem einen Essen. Der war doch sturzbetrunken. Was ist mit dem Bordellbesitzer? Du meinst Mentula? Der hat hier unten zwar die meisten Roperi. Ansehen kommt in seinen Beruf aber auch nicht ein. Naja, und weil er an dem ältesten Gewerbe der Menschheit so gut verdient, muss er eine Sondersteuer zahlen, obwohl man hier im unteren Viertel von den Steuern befreit ist. Interessant. So, so. Was ist mit Cortes? Als ich hier ankam, war ich ihm eigentlich nicht egal. Ja, Cortes und Ron sind da wohl noch die Ausnahme. Ron? Ist ein anderer Rekrut. Eigentlich immer hier im Viertel zu finden. Was gibt es hier so im Viertel? Eigentlich nicht viel. Nicht mehr allzu lange stehen. Das ist schon das zweite Mal, dass ich da drauf geklickt habe. Wie komme ich noch gleich auf die Liste? Wie schon gesagt, Cortes gibt mir immer die neue Liste raus. Aber wenn du es eilig hast, kannst du ihn auch selbst darauf ansprechen. Dann geht es meistens schneller und ich muss mich weniger kümmern. Wo bleiben denn die Schiffe? Na gut. Zeig mir dein Essen. Apfelkuchen, Dunkelpilzragout und Freischkollen, Fleischkollenbrühe.
Ja, zum Kochen kommen wir wahrscheinlich eher später. Gabriel. Ich kann kaum noch schlafen. Bei all Hallo, wer bist du? Gabriel. Du scheinst ja nicht sehr gesprächig zu sein. Siehst du nicht, dass ich am Arbeiten bin? Salz, 2 Prisen. Noch eine Heilwurzel. Ich kann kaum noch schlafen. Wenn du was willst, geh zu meiner Frau, da vorne. Der war doch sturzbetrunken. Stör mich nicht. Ins Ödland. Ist immer wieder schön, dass man viele Sprecher auch aus den anderen Mods immer wieder hört. Unser Held wird ja hier mal wieder vertont von Alex Mateka. Der hat ja auch schon in Vergessen ist nicht vergangen, Dirty Swamp und weiteren Mods dem Helden seine Stimme geliehen. Und ja, generell ist Legend of Asun sehr schön vertont, kann man sagen. So, Cortez, was ist mit der Liste jetzt? Ich komme von Helene. Es geht um die neue Liste. Du meinst wegen der Liste für das Armenhaus? Hm? Also, ich denke, dass es da keine Probleme geben sollte. Gut, ich werde mich darum kümmern. Ich habe nur gerade nicht unbedingt die Nerven, eine komplett neue Liste anzufertigen. Meine alte Vorlage ist da wohl irgendwie abhanden gekommen. Okay. Geht er jetzt direkt los? Ich will ja nochmal mit ihr sprechen. Mit mir kann man sowas nicht machen. Dein Mann scheint ja sehr beschäftigt zu sein. Nun, das Essen muss ja schließlich irgendwo herkommen. Er ist der beste Koch hier im Viertel. Dann werde ich ihn ungestört kochen lassen. So, was mit dir? Hallo, ich bin neu hier. Du bist neu hier? Das tut mir leid für dich. Du wirst mit Sicherheit auch bald feststellen, warum. Ich kann es mir schon beinahe denken. Die Leute hier sind wohl, genau wie das Viertel, ziemlich weit unten. Halte dich einfach aus allem raus. So kann man es auch sehen. Das einzig Gute ist, dass hier nicht alle so mies drauf sind. Es gibt auch noch ein paar Leute, die einem das Leben hier noch einigermaßen erträglich machen. Was macht man hier so den ganzen Tag über? Eigentlich gar nichts. Hier unten hast du zwar genug Zeit für dich, dafür aber des Öfteren keine Arbeit, um gescheit leben zu können. Hier kannst du eigentlich nur die ruhige Kugel schieben, wenn du nicht weißt, wie du deine Situation verbessern kannst. Und sonst? Nichts sonst. Hier ist tote Hose. Das Einzige, was du bringen könntest, wäre in der Mine zu arbeiten. Das freie Lager wird nicht allzu lange stehen. Welche Mine? Wovon redest du? Für Albrecht wird dafür sorgen. Sag mal, hast du überhaupt einen Plan, wieso du hier bist? Mehr oder weniger. Aber sag schon, welche Mine? Oh Mann, die verdammte Goldmine, wegen der fast jeder dahergelaufen auf der Insel ist. Gold? Ja, Gold. Ich merke schon, mit dir ist wirklich nicht mehr viel los. Weißt du wenigstens, wo du jetzt bist? Ewig so weitergehen. Natürlich. Ich bin im unteren Viertel der Stadt Asun. Na, immerhin etwas. Bin gespannt, wie lange so ein Typ wie du es hier wohl durchhält. Ja, ja. Dir auch einen schönen Tag. Man sieht sich. Daran wird sich... Boah, netter Kerl, ne? Hey, du. Was machst du hier? Mich fragt ja keiner. Ich bewache die Gegend. Jetzt geh weiter. Na gut. Und du so? Warte mal. Und was bist du für einer? Ein jemand, der es überhaupt nicht gern hat, wenn fremde Leute ihn von der Seite aus anquatschen. Ich wollte ja nur fragen. Ins Ödland? Gut. Das hast du jetzt. Also kannst du ja auch gleich wieder gehen. Das liegt doch auf der Hand. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was sollte man hier über diesen Ort wissen? Alle Leute, die hier so rumlaufen, haben entweder Scheiße gebaut oder haben nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. So, so. Und zu welcher Sorte gehörst du? Vorsicht, Jungchen. Du scheinst wohl eher zur letzten Sorte zu gehören. Also pass auf, was du sagst. Es könnte dir zum Verhängnis werden. Mit mir kann man sowas nicht machen. Die exotischen Warum so angespannt? Was ist los? Ich soll mich hier in diesem beschissenen Viertel, wo Unrat und Elend grassieren, aufhalten. Da kommt die schlechte Laune glatt von selbst. Wärst du lieber woanders? Er war doch sturzbetrunken. Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt.
Hier kann man es ja nicht mehr aushalten. Schon klar. Was willst du denn davon wissen? Du bist ein Bettler. Genauso wie jeder andere auch. Verschwinde! Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Sag mal, wann hältst du eigentlich Wache? Wenn ich es für richtig halte? Es werden bessere. Und wann ist das? Wer bist du überhaupt? Dass du, ein Bettler aus dem Viertel, sich ergreifst und mir solche Fragen stellst? Ich rate dir dringend, dich mit Sinnvollerem zu beschäftigen. Ich glaube, das ist irgendein fernter Verwandter von Fletcher. Der hat auch eine sehr besondere Betonung. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Wer geht da denn schon frei? Ja, schrei mich doch nicht so an. Zeig mich halt eben gerne. So, hier irgendwo sollte doch dieser Typ wohnen, oder nicht? Armer Bürger. Verdammt, was ist los? Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Kämm dir mal die Haare, dann zieh ich mir was Vernünftiges an. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Wo ist denn Cortez jetzt hingegangen? Was steht denn hier schön? Ja, das sollte ich besser gleich machen. Habe ich ja gemacht. War. Irgendwie hatte ich ja bei ihr keine Dialogoption mehr. Gib das Helene und sag ihr, sie soll einfach ihre Liste umändern. Gut, das werde ich tun. Ah, okay. Ich habe von einer Goldmine gehört, die hier auf der Insel sein soll. Ja, und weiter? Dass wir hier Gold gefunden haben, ist doch nun wirklich kein großes Geheimnis mehr. Wo liegt diese Goldmine denn? Oben in den Bergen. Du musst dem Weg hier aus dem Viertel einfach nur folgen, ohne irgendwo abzubiegen. Wegweiser stehen da unten auch noch. Verlaufen wirst du dich also nicht. Nach einem guten Fußmarsch kommst du dann an eine Brücke, die am Fels entlang führt. Und weiter? Weiter rate ich dir gar nicht erst zu gehen. Die Gegend südlich der Stadt ist generell schon gefährlich. Aber wenn du über diese Brücke gehst, denkst du, du wärst auf dem Friedhof oder auf bestem Wege unter die Erde. Es ist von dort aus zwar nicht mehr sehr weit bis zur Goldmine, aber in diesem Nebel haben schon zu viele Menschen ihr Leben gelassen. Entweder man rennt da durch, so schnell man kann und hofft, heile bei der Mine anzukommen, oder man tastet sich an der Felswand entlang. Ich kann dir nur raten, von dort fernzubleiben. Ich war zweimal da und es hat mir gereicht. In diesem Fels lagern große Reichtümer, aber mein Leben würde ich nicht dafür riskieren, wie es so viele andere tun. Was ist mit diesem Gebiet vor der Mine? Man weiß eigentlich kaum Genaueres darüber. Ich kann dir nur sagen, dass es verdammt gefährlich ist und du da besser einen großen Bogen drum machen solltest. Wenn du es dir vom letzten Wachturm vor der Brücke aus ansiehst, wirst du verstehen, wieso. Frag da besser einen Magier. Die beschäftigen sich eher mit sowas und können dir wahrscheinlich mehr dazu sagen. Erzähl mir mehr von dieser Mine. Nun, nicht zuletzt dieser Mine verdankt Asun seinen Reichtum. Es ist eben eines der letzten bekannten Goldvorkommen dieser Welt, die noch nicht erschöpft sind. Das zieht natürlich die verschiedensten Menschen an. Goldgräber, Abenteurer, aber leider auch Banditen. Viele kamen hierher und oftmals nur wegen des Goldes, um sich ein Stück des Reichtums zu sichern. Wie die Minecrawler stürzten sie sich auf das Gold, geblendet von dessen Schein. Manche haben es bekommen, andere starben dabei. Und jetzt, wo es mit der Schifffahrt nicht mehr zum Besten bestellt ist, sind diese ganzen Glücksritter noch immer auf der Insel. Der eine oder andere hat sich hier auf der Insel niedergelassen, viele lungern aber noch immer im Hafen oder in der Mine rum. Was ist so falsch an denen? Eigentlich gar nichts. Sie haben sich ihre Goldbrocken ehrlich verdient. Es ist nur so, für viele, die nach Asun kommen, geht es nur noch um das Gold. Manchen so sehr, dass sie ihr Leben dafür geopfert haben. Kein guter Handel, wie ich finde, aber wie dem auch sei. Es läuft momentan eben so, dass jeder in der Mine schürfen darf, an die Stadt aber auch einen Anteil abgeben muss und im Notfall auch nicht damit rechnen kann, von der Stadt geschützt zu werden. Ist gerade wegen des Umfelds der Mine wichtig. Ja, danke für die Info.
Die Leute sehen da wahrscheinlich einfach die schnelle Möglichkeit, an Gold zu kommen und ihr Leben aufzubessern, ne? Das liegt doch auf der Hand. Ja, das liegt doch auf der Hand. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Das hier ist von Cortez. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ein ständiges Hin und Her ist das hier wieder. Aber gut. Auf die Art und Weise geht es auch. Dann werde ich dich auf die Liste setzen. Heißt das, ich bekomme hier jetzt täglich eine Mahlzeit? Hier deine Ration. Lass uns mal abwarten, was da ist. Das ist doch schön. Hey, du. Wieso läufst du halb nackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Wie geht's dir? Ich will mich nicht beklagen. Ich bin zwar nicht reich, aber hungern habe ich, Adanos sei Dank, schon lange nicht mehr müssen. Mein Bett ist trocken und hier ist man einigermaßen sicher. Das kann eine Frau wie ich mehr vom Leben erwarten. Ich kann das nicht mehr hören. Kommt der nackte Mann auf der Straße zu dir und fragt dir, wie es dir geht. Wie kann ich mich hier zurechtfinden? Ach, das ist ganz einfach. Das untere Viertel, also wo wir sind, liegt ganz unten. Das obere ganz oben und das mittlere in der Mitte. Das hätte ich nicht gedacht. Bin ich ein Stadtrundführer? Lauf einfach mal ein bisschen rum, dann findest du dich schon zurecht. So groß ist die Stadt ja nicht. Das sagst du, aber sie ist wirklich riesig. Was gibt es hier im Viertel? Die Armenküche. Wenn du mal hungrig bist, solltest du in die Armenküche gehen. Das ist das größte Haus hier im Viertel. Ansonsten ist für dich das Freudenhaus wahrscheinlich interessant. Geh da ruhig hin. Solange du sie beschäftigst, können unsere Männer ihr Geld nicht bei diesen Dürren verprassen. Okay. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Was gibt es hier Interessantes? Mir kann man sowas nicht. Mal abgesehen davon, dass wir im Armenviertel sind, gibt es schon ein paar nette Orte. Wir haben hier im unteren Viertel einen guten Puff. Geh mal hin, du wirst es nicht bereuen. Ein wichtiger Platz ist noch die Armenküche. Dort spielt sich morgens, mittags und abends das Geschehen hier unten ab. Wie ist das Leben hier so? Mal abgesehen von dem Ungeziefer und dem Schlamm, in dem wir versinken, wenn es regnet, lass mich mal überlegen. Erwähnte ich schon den bestialischen Gestank, der immer aus der Ecke kommt, wo Neodym und Wieland wohnen? Gibt's auch was Positives? Ja, du hast recht. Die meisten hier bekommen kostenloses Essen im Armenhaus. Das ist aber auch das Einzige, was man hier für uns tut. Ja, dann beschwer dich doch nicht. Immerhin, ne? Soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Geht bei euch so? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Schrei mich doch nicht so an. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Seid ihr irgendwie Schwestern oder so? Gärten. Zeit. Man kann hier auch mehrere Berufe erlernen. Letztes Mal war ich beim Schneider. Keine Ahnung, wo ich diesmal hingehe, aber vermutlich ja nicht zum Schneider. Vielleicht Alchemist, wenn das geht. Wer geht da denn schon freiwillig hin? Velaya, du bist ja auch hier. Mich fragt ja keiner. Okay, mit dem habe ich nichts zu besprechen hier. Ab hier rein. Ich kann kaum noch schlafen. Oh, hier muss man voll aufpassen, dass man nicht aus Versehen etwas klaut. Von den ganzen Sachen, die hier rumliegen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Wer bist du? Ich bin Janora, die Frau von Neodym. Und was machst du so den ganzen Tag? Ach ja, ab und zu braue ich ein paar einfache Tränke oder halte die Stube sauber. Was soll man hier im unteren Viertel denn sonst so machen? Mit den Leuten reden zum Beispiel. Der war doch sturzbetrunken. Nein, das sieht mein Mann gar nicht gerne. Er sagt immer, diese Tratschweiber gehen mir mit ihren Gerüchten jedes Mal auf die Nerven. Warum erfahre ich das erst jetzt? Na dann. Ist er nicht selber gerade am Tratschen draußen? Zeig, was du anzubieten hast. Ich habe nicht viel, aber schau dich ruhig um. Genau. Schwaches Leben. Mit mir kann man sowas Sprinten. Nicht ermöglicht 5-minütige Sprinten. Cool. So, darf ich hier in eure Buchkommode oder ist das nicht erlaubt? Ich speichere nochmal lieber. Die kommen durch die Zölle schon weit.
Neben der gewöhnlichen Pfeil- und Bolzenproduktion können geschickte Jäger giftige Pfeile herstellen. Es gibt den Giftpfeil und den Pestilenzpfeil. Zutaten 50 Giftpfeile, eine Flasche Alkohol, ein Rohstahl, ein Päckchen mit Federn, 5 Holzscheit, eine Gifttinktur. Der Pestilenzpfeil verursacht insgesamt mehr Schaden über eine längere Zeitspanne als der Giftpfeil. Außerdem vergiftet er auch benachbarte Ziele. Cool, cool. Ja, ich denke, Pfeile werden diesmal eher uninteressant, aber trotzdem eine coole Sache. Waffen schärfen. Der geübte Schmied kann mit Hilfe eines Schleifsteins seine Waffe schärfen und ihnen somit noch mehr Schadenspotenzial geben. Eine geschärfte Waffe kann nicht noch einmal geschärft werden. Außerdem können nur Waffen mit einer Klinge geschärft werden. Stäbe, Hiebwaffen und stumpfe Keulen können nicht geschärft werden. Das Schärfen einer Waffe steigert nicht nur das Schadenspotenzial, sondern auch den eingehenden Wert der Waffe, der sich im Verkaufspreis widerspiegelt. Diese Fertigkeit wird aber oftmals nicht umsonst preisgegeben. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kein Wasser weit und breit. So, gibt's eigentlich hier auf den Dächern was? Über Gothic? Den Überseehandel können wir ganz gut. Scheint gerade nicht so zu sein. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Rohstahl, das nehmen wir direkt mit. Hey, wer bist du? Ich bin Wieland. Bist du Schmied? Mit Sicherheit ein besserer als du. Ausgebildet bin ich nicht, aber für die täglichen Sachen reicht es. Ich bin jedenfalls lange nicht so teuer wie Arus. Wenn du was brauchst, komm zu mir. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn du schmieden willst, dann solltest du besser zu Arus gehen. Mein Wissen reicht leider nicht aus, um dich zu lernen. Ich könnte dir allerdings zeigen, wie man stärker wird. Das kostet dich aber 30 Rupäri. Nee. Erstmal nicht. Das macht Cortez nämlich auch umsonst. Du Gierschlund. Was macht jemand wie du im Armenviertel? Gehörst du nicht eher ins mittlere Viertel? Sollte man zumindest meinen. Aber wenn du da oben kein Geld mehr hast, um die Steuern zu zahlen, bist du nicht mehr willkommen. Gegenüber von Vanadium hatte ich mal einen kleinen Laden. Ich weiß auch nicht. Schmieden kann ich. Aber die Waren dann unter die Leute zu bringen, war wohl nicht mein Fall. Ich hatte einfach nicht die Geduld, stundenlang rumzustehen, um Kunden zu werben. Und dann haben sie dich rausgeschmissen? Ja. Ich wusste nicht, wo ich nun hin sollte. Also bin ich dann hier gelandet. Jetzt habe ich wenigstens wieder eine kleine, überschaubare Schmiede. Hab zwar nur noch kleinere Sachen für die Rekruten oder mal was für das freie Lager zu tun, aber es reicht, um über die Runden zu kommen. Dann zeig mal deine schönen Stücke. Hier, sieh her. Na, Dietrich hat er, das könnte noch interessant sein. Auf jeden Fall werden wir natürlich alle Diebestalente lernen. Ja. Aber ansonsten haben wir eh kein Geld. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ja, schleichen können wir auch noch nicht. Da erübrigt sich die Diebestour, aber hier ist doch eine schöne Sichel. Muss als Waffe erstmal genügen. Hell drüben. Die mag ich auch sehr gerne. Das hätte ich dir vorher sagen können. Na bitte, geht doch! Der rast komplett aus. Ah, da, Rufus. Hey, du! Ich kann das nicht mehr hören. Bist du Rufus? Ja, ich bin Rufus. Was führt dich zu mir? Ich komme von Helena. Ich brauche eine Kleidung, um ins mittlere Viertel zu kommen. Hast du eine für mich? Ich habe keine Kleidung. Willst du aber was anderes kaufen? Ich habe hier verschiedene Haushaltsgegenstände. Nein, ich brauche nur eine Kleidung. Sonst nichts. Das ist doch nichts. Das hilft mir nicht weiter. Mach's gut. Warte mal. Du bist doch ungefähr so groß wie ich. Also passt dir sicher meine Kleidung. Ich verkaufe sie dir einfach. Interesse? Wenn ich mit dem Fetzen in die Stadt komme... Sicher. Lass uns mal abwarten, so wirst du sicherlich reingelassen. Kostet dich lediglich schlappe 40 Rupiri. Vergiss es. Das ist viel zu viel. Kein Wasser weit und breit. Lässt sich doch sicher was machen, habe ich recht? Ich habe eine wichtige Botschaft für Triss. Wenn du sie ihm bringst, brauchst du nur 30 Rupiri zu zahlen. Einverstanden? So ist's besser. Hast du die Botschaft? Man hört hier, nimm. Diese große und pass auf dich auf. Wo finde ich Triss?
Tress ist ein Jäger. Ihn findest du auf dem Weg südlich der Stadt. Er lebt dort in dem kleinen Jägerlager. Du brauchst einfach nur dem Weg zu folgen, dann wirst du es schon erkennen. Man hört doch immer diese große Geschichte. Gibt es denn noch größere Jägerlager? Tatsächlich gibt es das. Triss erzählte mir mal von einem, das unweit des Hafens ist. Garf soll es anführen. Mehr weiß ich da aber auch nicht drüber. Vielleicht fragst du da lieber die Leute im Hafen, falls es dich interessiert. Man muss eben aufpassen, was man so. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Wir haben es schon geschafft, hier eine coole, glaubhafte Welt zu erschaffen. Denn es gibt nicht nur die Stadt und die verschiedenen Viertel, es gibt das Kloster, freie Lager gibt es noch, es gibt das Hafenviertel, was auch einer eigenen Siedlung bzw. Stadt gleicht. Dann gibt es halt noch so kleine Ansammlungen von Menschen wie in den Holzfäller- oder Jägerlagern, das ist halt echt eindrucksvoll. Du hattest nichts mehr zu erzählen, ne? Ah doch. Manche Rekruten sind wohl nicht so gut in Stimmung. Ah, du meinst wahrscheinlich Boris. Ja, wenn der schlecht gelaunt ist, kannst du einfach nicht mit ihm reden. Das Problem ist nur, hier im Viertel ist er das ständig. Ignoriere ihn und, bis auf Cortez, die Rekruten hier im Viertel besser. Es ist besser so. Aha, und was macht er dann hier? Tja, er wird hier wie so manch andere auch eben eingesetzt. Dass das einigen gar nicht passt, dürfte dir klar sein. Das soll dann wohl Strafversetzung sein. Wenn man es sich mit einigen Leuten von oben verscherzt hat, kann das wohl auch mal passieren. Meinst du von da oben? Na, das sowieso. Hm, wie hoch wäre das? Hamilkar, Kommandant der Rekruten. Wenn du ihm auf die Füße steigst, hast du als Rekrut wohl ein ziemliches Problem. Ich dachte gerade schon, er hat einen Krampf im Arm. Aber er wollte einfach nur auf die Stadt zeigen. Und was gibt es hier so in der Gegend? Ich hab dir doch gesagt, dass ich hier wachsam sein muss. Und wieso? Was gibt's denn hier? Ich merke schon, du kennst dich hier noch nicht besonders aus, was? Nein, und ich fände es auch nett, wenn du nicht einfach das Gespräch beenden würdest. Du Arsch. So, diesen Werkzeugkoffer da, den kann ich nicht plündern. Was ist eigentlich mit dir, mit dem Bettler? Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Und dir die Augen zu. Oder er ist blind. Ich glaube, das war sogar so. Das Gute ist, diese Mod ist so riesig, wobei man auch Total Conversion oder eigenes Spiel sagen könnte, dass man auch sehr viele Sachen einfach nicht mehr genau auf dem Schirm hat. Da sieh mal einer an. Ein Lederbeutel. Der kommt mir doch sehr gelegen. Warte mal. Was gibt's? Wo willst du hin? In den Wald. Warum fragst du? Nun, es kann außerhalb der Stadt ziemlich gefährlich werden. Gerade für jemanden wie dich. Jemanden wie mich? Hör mal, du bist gerade erst in der Arena zusammengeschlagen worden und solltest froh sein, dass du noch lebst. Da ist es nahezu sträflicher Leichtsinn, in den Wald zu gehen. Wie könnte ich mich denn vor Gefahren schützen? Also erstmal solltest du nicht ohne eine Waffe aus der Stadt gehen, um dich im Notfall verteidigen zu können. Und wo könnte ich eine Waffe herbekommen? Also schenken wird dir hier niemand etwas. Aber du solltest mit Wieland darüber sprechen. Er ist ein einfacher Schmied hier im Viertel. Der stellt sonst keine Waffen her, aber nachfragen kostet bekanntlich nichts. Ich habe doch eine schöne Sichel. Ja, reicht doch, oder? Wie wollt ihr die Situation hier im Viertel eigentlich in den Griff kriegen? Meinst du wegen den ganzen Verbrechen? Ich fürchte, da kann man kaum was machen. Wenn wir jemanden in Flagranti erwischen, kriegt er schon sein Fett weg. Selbst wenn das in den meisten Fällen nur Schläge oder kurzfristiges Streichen der Nahrungsration bedeutet. Aber sonst ist es hier echt schwer. Die Morde im Viertel konnten bisher nicht aufgeklärt werden. Und die Schlägereien finden für gewöhnlich nicht auf offener Straße statt. Was ist mit Diebstählen? Gar nichts. Was soll schon damit sein? Hier lohnt es sich doch sowieso nicht, irgendwas zu stehlen. Das sagst du mir, aber ich habe gerade einen Lederbeutel gefunden. Warum sind die ganzen Leute eigentlich hier im Viertel? Unterschiedlich. Manche fanden in der Stadt keine Arbeit oder konnten nicht davon leben und sind dann hier gelandet. Und wieder andere sind freiwillig hier und wissen nicht recht, wo sie hin sollen. Auch waren es bei manchen die Steuern, die einfach nicht mehr gezahlt werden konnten. Oder sie landen von der Arena aus hier drin. Hm,
Das wohl leider irgendwie auch. Aber wie kann sowas passieren? Asun wird doch oft als das Handelszentrum hier in der Gegend angesehen. Stimmt an sich auch. Nur seit der Schiffsverkehr mit der Insel komplett zum Erliegen gekommen ist, läuft der Handel nicht mehr so recht. Und die Preise für manche Waren sind in den Himmel geschossen. Aber frag besser jemanden im Hafen oder im oberen Viertel nach sowas. Die kennen sich damit besser aus. Sofern du bis dahin kommst, versteht sich. Wegen Ron. Was ist mit ihm? Er nimmt die Sache hier scheinbar ziemlich ernst. Ja, das tut er. Und ich bin ihm deswegen auch sehr dankbar. Irgendwie muss man dieses Viertel ja in den Griff kriegen. Schon klar, es könnte hier wirklich besser laufen. Nur so aus Interesse. Ja? Warum willst du in den Wald? Eigentlich wollte ich nicht in den Wald, sondern nur bis zum Jägerlager und wieder zurück. Gut. Auf dem Weg dürfte es einigermaßen sicher sein. Aber sei trotzdem wachsam. Bin ich. Wir können ja mal nochmal zu Wieland gehen, vielleicht schenkt er uns ja wirklich eine Waffe. Ansonsten muss die Sichel ausreichen. Immerhin haben wir die Goldmine. Achso, ich kann ja sprinten. Hab ich ganz vergessen. Ich habe extra Ninja-Sprinten wieder reingemacht, damit ich mich schnell bewegen kann. Hey! Ich hörte, bei dir könnte ich an eine Waffe kommen. Genau das habe ich auch so? Gesagt. Wer hat dir denn das erzählt? Cortez meinte, du würdest mir da helfen. Hat er das also? Ins Ödland will ich bestimmt. Was jetzt? Hast du nun was? Ich hätte da vielleicht was für dich. Ist zwar besser, als dem nächsten Goblin den Hals umzudrehen und ihm seinen Ast abzunehmen. Sollte aber nur was für den Notfall sein. Sehr gut. Dann sei doch so gut und... Nicht so schnell. Du willst was von mir? Also will ich auch was von dir. Was darf's denn sein? Du kennst doch sicher die Armenküche. Dort gibt es ja für Ausgewählte immer kostenlose Mahlzeiten. Aber die Rekruten meinen, ich sollte nicht auf die Liste. Da ich doch ganz gut mit Schmieden verdiene. Und? Tust du das? Nun ja, ich komme gerade so über die Runden. Und ich soll dich jetzt auf die Liste bringen? Nein, du sollst mir nur eine tägliche Ration bringen. Ich bin momentan etwas knapp bei Kasse und kann mir das kaum leisten. Dafür finde ich auch ein kleines Spielzeug für dich. Ich hab was für dich. Gut, dann lass mal sehen. Naja, besser als nichts. Ich danke dir. Und hier habe ich auch was für dich. Immerhin. Um dich zu verteidigen, sollte es wohl reichen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Besser ist gut, aber wie steht's mit Heilung? Ja, die Heilung haben wir gerade abgegeben. Ich kann nämlich auch irgendwo einfach pennen legen. Das Wolfsmesser, das ist schon okay, ist natürlich sehr kurz. Ich brauchte das nicht zu fragen. Riesig und mit vielen gefährlichen Viechern. Eine Sache, die mir so ein bisschen negativ auffällt bei Legend of Asun, ist die Lautstärke der normalen Dialoge, die man hier immer wieder hört. Die könnten einen Tacken leiser sein, weil gerade wenn man mit anderen Leuten spricht, und hier klippt ein Kamin durch die Wand, dann fällt es auf, dass die schon echt laut sind und man versteht da manchmal gar nicht die anderen Leute so gut. Das ist doch nichts Neues. Das ist auch nichts Neues, aber ich wollte es mal ansprechen. Aber ich muss es sehr loben, dass hier extra alle neuen, diese SVM-Dialoge, sind die Dialoge, die halt die NPCs und auch der Held natürlich haben, so allgemeine Dialoge. Die Gesprächsdialoge, die Dialoge wie steck mal die Waffe weg und sowas, dass die neu vertont wurden. Und jeder... Hier rein. Hier findest du die Antwort auf all deine Sehnsüchte. Kenn ich dich? Nein, mich willst du auch gar nicht kennenlernen. Du sprichst besser einfach mal mit Mentula. Und mach keinen Scheiß. Ich merke mir jedes Gesicht. Kannst du, ich bitte nicht unterbrechen... Türsteher. Guck mal, der sieht sogar aus wie Bloodwyn. Jemand, der aussieht wie Bloodwyn, ist auch sehr sympathisch und ein netter Mensch. Naja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass hier die Leute eigene Dialoge haben. Hey, wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Wieso hast du einen... Allzu lange stehen. Egal. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. So, gibt's hier noch was Schönes?
Daran wird sich nie etwas ändern. Nanüchen, wer bist denn du? Magdalena. Was machst du hier im Armenviertel? Das geht dich nichts an. Schönes Kleid hat sie, ne? Der Gothic hält mal wieder hier. Darf ich an diesen Buchständer? Religion. Seit der Entkopplung der göttlichen von der irdischen Sphäre bei der Schlacht um Sarantis kann kein bekannter Gott auf die Geschicke der Menschen Einfluss nehmen. Das Resultat dessen ist nicht nur ein enormer Zahlenrückgang der Gläubigen und der Diener der jeweiligen Götter, sondern auch eine Verfremdung gegenüber der Magie im Allgemeinen. So haben viele Menschen die Magie, das Geschenk der Götter, als faule Frucht einsortiert, von der man sich fernhält. Auf Asun gibt es nur noch wenige Magiebegabte und noch weniger Gläubige. Die Akademie auf Asun, die sich nordöstlich des Sumpfes befindet, ist eine offene, klosterähnliche Gemeinschaft, die sich aus asketischen Mönchen und Adanos-Anhängern zusammensetzt. Nach der Entkopplung der Sphären verschwanden auch die letzten Innos-Anhänger von Asun und der Kreis der Feuermagier, der seinen Sitz im Magieviertel von Asun hatte, löste sich auf. Interessant. Ja, die ganze Weltgeschichte und alles so drumherum ist halt, es ist halt ein eigenes Königreich, aber es spielt anscheinend ja trotzdem der Gothic-Welt, denn unsere bekannten Götter sind ja hier auch bekannt. So, und apropos Götter und hier Magier und so. Klerus, erkläre uns doch mal, was hier abgeht. Wer bist du? Ich bin Bruder Klerus, Suchender des Wissens und Priester unserer Akademie. Ich suche Kleidung, um in die Stadt zu gelangen. Kannst du mir dabei helfen? Das tut mir aber leid. Ich kann dir nicht helfen. Doch ich bin mir sicher, dass du Erfolg haben wirst. Ja, danke, Vater. Auf Asun gibt es eine Akademie? In der Tat, mein Sohn. Aber sie ist weit von der Stadt entfernt. Warum bist du dann hier? Diese armen Menschen hier brauchen Heilung und geistige Unterstützung. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wir kennen keine Stadtgrenzen, wenn es um das Leben geht. Ich bin Heiler und kümmere mich um diese armen Geschöpfe hier. Wenn es dir schlecht geht, werde ich dich auch heilen. Ja, dann heil mich mal. Ich brauche Heilung. So sei es. Adanos, gib mir die Kraft, um diese geplagte Seele zu heilen. Oh yeah. Dein Hals klippt da ein bisschen durch. Adanos segne dich. Bitte geleite deine Kinder durch die Welt und schütze sie. Danke dir, das war wirklich sehr nett. Erzähl mir mehr über diese Akademie. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir leben sehr bescheiden, erforschen die Geheimnisse der Magie und studieren die Geschichte unserer Welt. Außerdem bewirtschaften wir uns selbst und brauen ein vorzügliches Bier. Es heißt, dass dieses eine heilende Wirkung hat. Und? Stimmt das? Du kannst dich selbst davon überzeugen. Besuche einfach unsere Brauerei. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, sprichst du am besten mit Bruder Sakerdos. Du wirst ihn oft in der Nähe des Nordtores der Stadt antreffen können. Dazu müsstest du dir jedoch erst einmal Kleidung beschaffen, um überhaupt in die Stadt eingelassen zu werden. Schon klar. Wenn er seinen Ärmel abschneiden würde, dann hätte ich schon ein sehr körperbetontes Kleid. Damit würde ich sicherlich in die Stadt kommen. Ich möchte mich dem Kloster anschließen. Was muss ich dafür tun? Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Du wirst deinen Glauben auf die Probe stellen müssen. Leider kann ich dir aber nichts Genaues sagen. Du solltest dich dazu an unseren Hohepriester Alastor wenden. Dann muss ich wohl ins Kloster. Ja, du wirst den Weg sicher nicht bereuen. Unsere Gastfreundschaft ist weithin bekannt. Gut, ja, das ist ja auch mein Ziel. Ich frage mich noch, wie ich das machen sollte. Da könnt ihr mir auch gerne mal Feedback geben. Soll ich sehr ausführlich alle Lager besuchen, alles machen, bis zu der Entscheidung, wo ich dann mich einer Gilde anschließen kann? Oder soll ich so schnell wie möglich zum Kloster gehen und mich dort dann anschließen? Was wäre euch lieber? Weil der Umfang dieser Mod ist schon sehr groß und es würden wahrscheinlich einige Quests wegfallen, wenn man eher zum Kloster geht. Aber vielleicht gibt es da auch neue Dialoge, weil man dann das erste Mal als Noviz oder Magier mit den Leuten spricht und so könnte man was Neues sehen. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist.
Wisst ihr zufällig mehr über das Gebiet vor der Goldmine der Stadt? Wie kommst du zu der Annahme, dass ich etwas darüber wissen könnte? Wie du weißt, beschäftige ich mich wohl hauptsächlich mit diesem Viertel der Stadt. Cortez erzählte mir, ich sollte mich da an euch wenden. Cortez erzählt manchmal etwas mehr, als gut für die Leute ist. Hat er noch etwas gesagt? Er meinte nur, ich sollte mich von diesem Gebiet fernhalten. Dann tue dies bitte auch und beherzige seinen Rat als erfahrenen Rekruten. Warum? Was ist in diesem Gebiet so furchtbar? Du bist dabei, dir Wissen anzueignen, das dich nur unnötig belastet und welches sich auch den höchsten Köpfen der Insel und uns Magiern noch nicht vollends erschlossen hat. Was? Was ist denn das für eine Antwort? Seit wann darf man Dinge nicht mehr wissen? Zum einen gibt es Dinge, die man besser nicht weiß, und zum anderen verstehen wir sie nicht einmal selbst komplett. Zumindest von mir wirst du darüber nichts erfahren. Zakerdos wird da übrigens auch nicht anders verfahren. Na gut, dann akzeptieren wir das erstmal so. Wieso läufst du halbnackt rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Ja, lass dich doch mal heilen. Also mir Vorwürfe machen, dass ich nackt bin, aber dann selber erkältet sein. Und mich eventuell noch anstecken. Da gibt's auch ein paar schöne Sachen. Na, diese Waffen kann ich, glaube ich, nicht klauen. Soll ich mich jetzt schon in die Wildnis wagen? Hier ist noch ein schwerer Ast. Ich weiß auch nicht, ob ich lieber den schweren Ast dann doch nehme, weil der einfach länger ist. Habt ihr eigentlich noch was zu erzählen? Wie läufst du denn rum? Zieh dir was Vernünftiges an. Ich möchte Rekrut werden. Wende dich an unseren Kommandanten, Argos. Er ist für die Rekrutierung neuer Soldaten verantwortlich. Du findest ihn meistens im mittleren Viertel der Stadt. Leicht wird es aber nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wer ein Rekrut werden möchte, muss auch in der Lage sein, etwas zu leisten und sein Leben einzusetzen. Wie ist es als Rekrut? Ich bin gerne Rekrut. Mein Lebensunterhalt ist sicher und hier gab es schon lange keine größeren Vorkommnisse mehr. Angst um mein Leben habe ich nicht. Ist die Bezahlung gut? Naja, besser als ein Knecht auf einem Bauernhof. Ich werde nicht reich, aber zum Leben reicht's. Irgendwas Neues? Momentan nicht. Ich glaube, ich penne irgendwo, bevor ich jetzt in den Wald gehe. Ich sehe gerade mit den Lichtstimmungen los. Generell fällt mir auch ganz Zeit auf, dass der Schatten sich so ruckelig stückweise bewegt. Und jetzt ist er weg. Ja. Hey. Hallo Süßer. Bist neu hier, was? Könnte man so sagen. Aber wie kommst du darauf? Bis jetzt war noch jeder, der in dieser Stadt lebt, bei mir. So einfach ist das, Schnuckelchen. Und jeder war bisher zufrieden. Komm bald wieder zu mir, Schnuckelchen. Schnuckelchen. Oder warte mal. Was sagt sie, wenn wir jetzt schon nach unten gehen wollen? Hey, du. Hallo, Kleiner. Kann ich dir behilflich sein? Was hast du denn so anzubieten? Bei uns gibt es alles, was du dir nur vorstellen kannst. Wenn du willst, bin ich heute Nacht deine Luthien und du mein Bären. Oder ich bin deine Sklavin, ganz wie du willst. Warum nicht? Ich könnte etwas Entspannung gebrauchen. Das freut mich, aber geh doch zuvor zu Mentula und regel das Geschäftliche. Er kann sonst sehr ungemütlich werden. Ich warte hier auf dich. Lass uns nach unten gehen. Hast du denn schon alles mit Mentula geklärt? Boah, sollen wir das mal probieren? Das gibt locker richtig Ärger. Sicher, lass uns anfangen. Ganz sicher? Mentula sieht nicht gerade glücklich aus. Hey, wo willst du hin mit meinem Mädel? Du hast noch nicht bezahlt. War doch nur ein Scherz. Ich bezahl gleich. Warte, ich schau mal, wo mein Lederbeutel ist. Oh, guck mal, ich werd hier schon direkt angetanzt. Hey du bist wohl neu hier. Komm mal näher. Was ist los? Ich denke, du weißt, wo du hier bist. Also, womit können wir dich beglücken? Was gibt es hier denn alles? Alles, was das Herz begehrt.
Meine Mädels sind, wie du sehen kannst, Spitzenklasse. Zur Entspannung kannst du auch mal in den Wasserpfeifenraum hinter der Tür gehen. Aber tu mir da keinen Mist rein, ich warne dich. Und wenn du total abgefahren bist, haben wir auch noch eine Spezialbehandlung auf Lager. Ab und zu bekommen wir hier auch interessante Waren. Schau einfach öfter rein. Aber wer macht das hier nicht? Ich habe gehört, dass du hier unten als einziger Steuern zahlen musst. Stimmt, aber es ist nicht viel. Ich habe mir im Laufe der Jahre eine große Stammkundschaft aufgebaut. Und die bringen dir so viel ein, dass du die Steuern mit Leichtigkeit bezahlen kannst? Naja, ab und zu gibt es schon ein paar Zechenpreller. Aber ich schreibe mir alles in mein geliebtes Schuldenbuch rein. Die zahlende Kundschaft bringt mich gut durch. Ist ja nicht so, dass meine Ware kaputt geht. Und wie hoch sind deine Steuern so? Eigentlich würde ich sagen, dass das Betriebsgeheimnis ist. Aber du bist ein amüsanter Kerl. Ich zahle 270 Ruperi pro Woche. Ganz schön happig, oder nicht? Wenn du wüsstest, was ich mir am Ende des Tages in die Tasche stecke, dann würdest du das nicht sagen. Du sprachst gerade von einer Sonderbehandlung? Ja, genau. Was ist damit? Etwa Lust bekommen? Erzähl mir erst mal ein bisschen mehr. Dann wäre doch die ganze Spannung weg. Wenn du Lust hast, komm einfach wieder her. Und vergiss nicht, 100 Ruperi mitzubringen. Ja, ich glaube, so reich sind wir noch nicht. Was hast du anzubieten? Nur außergewöhnliche Ware. Schau ruhig rein. Also sie macht es einem auch aber echt schwer zu widerstehen, wenn sie eine ganze Zeit so antanzt. Zigarre, ein Statussymbol. Wird nur von reichen Bürgern geraucht. Honigtabak. Ich glaube, Tabak war hier auch sehr gut. Hat man auch permanente Boni bekommen. Hey Mann. Ich? Ja, genau du. Was ist? Wenn du mir einen Gefallen tust, zeige ich dir Wege, wie du sehr schnell sehr reich wirst. Das ist auf jeden Fall eine sehr vertrauenserweckende Person. Was soll ich machen? Verkaufe mich ein paar Sachen und bring mir dann das Geld. Das ist alles? Ja, das ist alles. Bist du dabei? Warum machst du es nicht selber? Kein Händler würde mir die Sachen mehr abkaufen. Ich hatte etwas Ärger. Die Rekruten haben ein Auge auf mich. Was springt dabei für mich raus? Mach dir über Geld keine Gedanken. Wenn du den Auftrag erfüllt hast, spielt es keine Rolle mehr. Ich bin dabei. Gut, hier hast du die Sachen. 300 Ruperi sollen die bringen. Bring mir das Geld. Alles andere wäre unklug. Okay, cool. Hallo, meine Schöne. Wird das nicht vertont? Hallo, Süßer. Ich bin die Natalie. Genauso spricht sie. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne beim Tanzen zugucken. Und das ist ihre eigentliche Stimme. Willst du mehr als nur gucken, sprich mit Mentula. Lupea ist ganz schön wild auf dich. Ja gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Und reden mit den anderen Leuten, suchen uns ein Bett und ziehen dann mal los in den Wald. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.